Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, wir sind ganz frisch im November angekommen und ich möchte euch heute meine Neuzugänge aus dem Oktober vorstellen. Ich werde sie wieder unterteilen in die Kategorien neu eingezogen, noch nicht gelesen, neu eingezogen und schon gelesen, denn da werde ich dann natürlich in den Büchermonaten, die jetzt, also diesen beiden Büchermonatsvideos, werde ich natürlich direkt darüber berichten. Dann gibt es diesen Monat auch zwei Bücher, die neu sind, aber nicht auf dem Sub wandern. Und es ist bei mir auch etwas Elektronisches eingezogen, was ich euch dann ebenfalls zeigen möchte. Ich packe alle Bücher und die Zeitstempel auch unten in die Infobox, also schaut da super gerne mal vorbei. Ich persönlich fand es im letzten Neuzugänge-Video ganz schön, hier so ein bisschen weniger über die Bücher zu sprechen, über die ich dann ja in den Büchermonaten gesprochen habe, weil ich finde, es doppelt sich halt sonst oft. Und so kann ich euch hier einfach nur sagen, warum das Buch bei mir eingezogen ist und versuche meine Meinung hier ein bisschen zurückzuhalten. Ja, insgesamt sind 15 Bücher bei mir eingezogen. Klingt nach einer ganzen Menge. Ich bin aktuell aber auch beim 15. Buch zum Hören. Ich hatte ja 2 Wochen Urlaub im Oktober und war da ja auch in Dubai, habe da auch wunderbarst gelesen. Der Vlog dazu ist auch bereits online gegangen. Und ja, ich höre jetzt das 14. Buch und lese das 15. und das ist gar nicht so schlecht. Also ich bin nach wie vor nicht einstellig. Ich hoffe jetzt tatsächlich auf den November, denn da habe ich keine einzige echte Neuerscheinung. Ich habe so 1, 2 Winterbücher auf der Wunschliste, die jetzt auch schon herausgekommen sind, wo ich hoffe und denke, dass die im November bei mir einziehen werden. Aber alles in allem, ja, keine echten Neuerscheinungen in diesem Sinne. Von daher, vielleicht kann ich dann im November mal einstellig bleiben. Wobei ich es immer gut finde, wenn man ansatzweise oder ich ansatzweise so viel gelesen habe, wie eingezogen sind. Und ich muss sagen, mich hat das echt motiviert, als ich ja dann so gegen Ende jetzt war und dachte, ah, es ist im Grunde, du musst nur noch ein echtes haptisches lesen. Dann bist du zumindest mit den Neuzugängen auf. Also es hat mich motiviert, mich unter Druck gesetzt. Das möchte ich tatsächlich gar nicht so negativ formulieren, weil es das tatsächlich nicht war. Aber ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich dann ja doch noch zu dem letzten Buch sozusagen gegriffen habe. Ja, anfangen möchte ich aber mit einem Gewinn, der bei mir eingezogen ist. Hat mich total gefreut. Ich habe bei Random House Penguin Bücher bei einem Gewinnspiel auf Instagram teilgenommen und habe einen neuen Tulino gewonnen. Und zwar ist das der Tulino Color. Also es ist der farbige Tulino, ich kann euch das vielleicht mal zeigen, der jetzt im Grunde ähnlich wie ein Tablet alle Cover und Inhalte tatsächlich bunt anzeigt. Und ich habe dazu auch den Stift gewonnen, der jetzt allerdings bei den Lesezeichen liegt, weil ich diese Schutzhülle mir natürlich dann auch direkt bestellt habe, in Klarsicht und natürlich mit ein paar buchigen Stickern dann auch versehen habe. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde ihn von der Handhabe ganz okay. Ich finde schön, dass man hier so mit der Hand hier festhalten kann. Wenn ich meine Fernbedienung bediene, muss ich ihn seitlich legen. Das ist aber nicht schlimm, das macht er auch ganz gut. Ich persönlich weiß nur nicht, ob man jetzt tatsächlich irgendwie, ja, ob man Cover wirklich farbig braucht. Also mir stellt sich noch so ein bisschen die Frage, muss man E-Books wirklich farbig haben? Muss man da im Grunde, also was hat man da davon? Also ganz cool ist, man kann hier Notizen vermerken. Also das funktioniert ähnlich wie auf einem Tablet. Ist wirklich sehr schön zum Schreiben. Das überlege ich jetzt auch öfter mal zu nutzen. Man kann auch auf diesem Stift eine Taste drücken, dann kann man markieren, in zum Beispiel leuchtend gelb. Das merkt sich auch der Text dann irgendwie. Man kann dann auch zu diesen Markierungen hinspringen. Das ist schon ein cooles Gimmick. Aber für jemanden, der vielleicht, also jetzt keine Sachbücher oder ähnliches liest, sondern eher Geschichten. Ich kenne ganz viele, die gar keine Markierungen in ihre Bücher machen. Also ich weiß nicht, ob ich ihn mir persönlich vielleicht so gekauft hätte. Habe mich aber natürlich mega über den Gewinn gefreut. Ja, weil ich das super spannend finde. Und er ist jetzt, also war auch in diesem Monat schon rege im Gebrauch. Und auch meine Hülle gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich dachte, ich teile das mit euch, denn es ist natürlich auch irgendwie ein buchiger Neuzugang. Und solltet ihr irgendwie Fragen zu E-Book-Readern oder Ähnlichem haben, können wir uns da ja auch gerne in den Kommentaren austauschen.
Ja, wie gesagt, auch alle Bücher unten verlinkt und auch die Zeitstempel, auch die Markierung, wann was irgendwie ein Rezensionsexemplar ist, sollte ich es beim Sprechen irgendwie vergessen. Ja, passiert ja auch manchmal. Zusammen fangen wir mit den Büchern an. Zusammen mit dem E-Book-Reader habe ich auch ein E-Book gewonnen und da habe ich mir das neue Buch von Walter Mörs gewünscht, das Eichhörnchen, das rückwärts leben wollte. 20 zamonische Flaben. Flabeln. Keine Fabeln, sondern Flabeln. Ja, ich bin ja seit längerem schon jetzt auch Walter Mörs-Fan und habe ja auch immer mal zwischendurch was von ihm gelesen. Und hier heißt es so schön, make love, not war. Also mach, dass jemand lacht und keinen Krieg. Und wir haben hier ein Eichhörnchen, das lieber rückwärts leben möchte. Ein Werwolf, der ein Wiewolf sein will. Eine fleischfressende Pflanze, die gern Vegetarierin wäre. Zwei Vampir-Geierbrüder, die Aas verachten. Etliche Bewohner des Kontinents Zamonien haben Probleme mit ihrer Identität und daher kein leichtes Leben. Aber ob Dummwolf oder Schlaufuchs, ob Schmiegehäschen oder Halbtagsfliege, ob Froschling oder Buchling, sie alle finden ihren Weg in dieser Welt, in der die Fantasie und der Humor völlig außer Kontrolle geraten ist. Und wir haben eben 20 zamonische Flabeln über diverse Spielarten zamonisches Daseins aus der Feder von Bestseller-Autor Hildegunst von Mythenmetz, die kongenial übersetzt mit einem Nachwort wurden von Walter Mörs. Es gibt wohl auch Illustrationen und da bin ich natürlich bei dem E-Book-Reader sehr gespannt, wie die sich da natürlich auswirken werden oder auch wie die Mangas dann vielleicht sein werden. Also da freue ich mich dann drauf, das zu entdecken. Wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut über den Gewinn und eben auch dann über dieses E-Book. Das nächste E-Book war eine Empfehlung von zwei Freundinnen, die es unabhängig voneinander in den letzten 2-3 Monaten gelesen haben, und zwar der verschwundene Buchladen von Evi Woods. Und mittlerweile habe ich ihn, glaube ich, auch bei 1-2 Booktubern gesehen und auch auf Instagram und dachte, ja, es wird jetzt einfach Zeit. Zu lange waren Opaline, Martha und Henry nur Nebenfiguren in ihrem eigenen Leben. Doch als diese drei ahnungslosen Fremden einen mysteriösen, verschwundenen Buchladen entdecken, wird alles anders. Dieser magische Ort zieht sie in ihren Bann und lässt sie erkennen, dass ihre eigenen Geschichten genauso außergewöhnlich sind wie die auf der Seite ihrer geliebten Bücher. Während sie Geheimnisse lüften, tauchen sie in eine Welt voller Wunder ein, in der nichts so ist, wie es scheint. Und es klingt richtig schön und auch wie meine Freundinnen davon geschwärmt haben, das hat mir richtig gut gefallen und dementsprechend bin ich da total happy, das dann auch demnächst zu lesen. Dann ist der zweite Teil von Mr. Parnassusheim für magisch Begabte bei mir eingezogen, dankenswerterweise als Hörbuch-Rezensionsexemplar, und zwar Jenseits des Ozeans von T.J. Klune. Mr. Parnassusheim für magisch Begabte war ja für mich wirklich ein Highlight. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht und ich habe das super gerne gelesen. Ich habe das in total wunderbarster Erinnerung und ich war schon ein bisschen irritiert, als ein zweiter Teil angekündigt wurde, weil für mich war es eigentlich das perfekte Standalone und es kann auch genauso stehen bleiben. Aber ich glaube, der Erfolg hat natürlich dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, man möchte diese Geschichte, diese Welt noch ein bisschen ausarbeiten. Und so sind wir zurück auf der wunderbaren Insel Marsyas inmitten des Ozeans, wo wir eben auf Arthur Parnassus treffen und der eben magisch begabten Kindern ein Zuhause gibt. Und ich bin sehr gespannt. Also ich habe lange überlegt, ob ich dazu greife, ob ich mich das interessiert. Und dann dachte ich, ach ja, als Hörbuch, wahrscheinlich schon eher. Ich finde diese große Special-Ausgabe für über 30 Euro also schon fast ein bisschen unverschämt. Die illustrierte, normale, nicht illustrierte Ausgabe, die dann auch zum ersten Teil passt, kommt, glaube ich, im November. Und ich überlege jetzt noch, ob ich einen Reread vielleicht im November mache von Mr. Parnassus und dann weiterhöre. Mal gucken, wie sich das im November so ein bisschen ausgeht. Weil eigentlich habe ich auch noch das ein oder andere Herbstbuch und Gruselbuch auf dem Sub und eigentlich keine Zeit für Rereads, was ich jetzt im Oktober gefühlt schon gemerkt habe, weil ich da gar nicht zum Beispiel bei Game of Thrones weitergelesen habe. Aber ich habe mir nichts weiter von dem Klappentext angeguckt, bin ein bisschen skeptisch und sehe es ein bisschen kritisch, aber ich glaube, dass die Geschichte rund um diese Insel, um dieses Heim, um diese Menschen durchaus weiter erzählt werden kann und ich glaube, dass das auch Spaß machen kann. Ja, schauen wir mal. Ein Buch, was ich eigentlich tatsächlich noch im Oktober lesen wollte, ist jetzt aber aufgrund, dass es so ein bisschen dicker war, doch ein bisschen nach hinten geschoben habe. Ja, ich wollte halt auf die 15 Bücher kommen. Da nimmt man dann halt eher ein Buch von 200 Seiten als von 480.
Ist so. Und zwar die Misfits Academy von Adriana Popescu, der zweite Teil, Wir gegen die Welt. Ich habe den ersten Band letztes Jahr wirklich geliebt. Eine tolle Jugendbuchgeschichte, die eben mit so einer Art Superhelden auskommt, also Jugendlichen mit magischen Superfähigkeiten, die eben in der Misfits Akademie sind, die Freundschaft für sich entdecken, auch so ein bisschen eine Liebelei, ihre Identität, was sie ausmacht, was sie besonders macht. Und ich bin sehr gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Ich habe mir den Klappentext nicht durchgelesen. Ich verfolge Adriana auf Instagram, weiß dementsprechend so ein bisschen was zu den Charakteren, was sie da so ein bisschen erzählt hat. Aber ich habe nicht den Klappentext angesehen. Ich will nicht wissen, was hinten drauf steht. Ich möchte einfach dann weiterlesen und freue mich da definitiv auf den zweiten Band und finde ihn optisch wirklich wunderschön und auch der Farbschnitt wirklich ein Träumchen. Ich bin auch hier sehr dankbar, dass ich das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Habe aber auch das E-Book auf dem E-Book-Reader. Dementsprechend kann ich das schöne Buch sozusagen ins Regal stellen und dann das E-Book lesen. Ja, wobei für Markierungen ist natürlich das echte Buch immer ein bisschen schöner, aber bin da sehr happy, dass ich das in echt sozusagen auch zugeschickt bekommen habe und es dann wunderbar hoffentlich als Highlight in meinem Regal wandert. Aber eigentlich zweifle ich da gar nicht dran. Dann habe ich ein bisschen was bei Rebuy verkauft und habe mir einen Gutschein auszahlen lassen sozusagen. Da bekommt man ja immer 10% on top und ich habe mir drei neue Bücher gekauft und dann eben auch zwei Bücher, die ich euch später zeige, die nicht auf dem Sub landen. Und wir starten mit einem Manga, der mich optisch total angesprochen hat. A Man and His Cat von Umi Sakurai. Ist auch der Auftakt einer Reihe, soweit ich das gesehen habe. Und ich finde, Mangas kann man durchaus auch dann einfach gebraucht sich zulegen. Ich glaube, im Neuen würde er 10 Euro kosten. Von daher, gucke ich mal. Ich mag die Optik sehr gerne. Ich mag die Katze, wie sie gezeigt ist. Ich habe auch schon mal so ein bisschen reingeblättert. Finde ich richtig schön. Und ich habe es ja mit Tiergeschichten in Mangas. Ich glaube, das ist jetzt nach 4-5 Monaten des Manga-Daseins jedem klar. Dementsprechend freue ich mich hier drauf. Am Schaufenster der Zoohandlung gehen viele Menschen vorbei, doch den kleinen rundlichen Kater, der sehnsüchtig nach draußen blickt, beachtet niemand. Seit beinahe einem Jahr wartet Funko Maru darauf, ein neues Zuhause zu finden und inzwischen hat er die Hoffnung nahezu aufgegeben. Als sich eines Tages ein älterer Herr in den Laden verirrt und beschließt, Funko Maru zu kaufen, kann dieser sein Glück kaum fassen, noch ahnt er nicht, dass sein neuer Besitzer die Einsamkeit besser versteht als jeder andere. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese beiden so ein bisschen ergänzen, sich vielleicht auch die Lebensfreude wiedergeben und ich finde auch die Katze, ich finde ihn so süß. Ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Dann kommen wir zu einem Buch, das farblich sehr gut passt, was ich auch mir eben geholt habe. Es ist eine Empfehlung von einer lieben Zuschauerin, die mir das unter eins meiner letzten Videos empfohlen hat. Und zwar ist das ein Literatur-Spaß-Thriller und ich bin sehr gespannt. Ja, von Jesper Fjord. Spricht man ihn so aus? Der Fall Jane Eyre, diese Thursday Next Reihe. Es ist der Auftakt, ich glaube, einer 4- oder 5-teiligen Reihe. Ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bilder gesehen, in welche Reihe das so geht. Also ein paar von diesen Covern. Und es hat mich total angesprochen, ist auf der Wunschliste gelandet und war dann wirklich sehr günstig bei Rebuy zu bekommen. Wir haben hier der Erzschurke Acheron Hades hat Jane Eyre aus dem berühmten Roman von Charlotte Brontë entführt, um ein gigantisches Lösegeld zu erpressen. Eine Katastrophe für England. Und eine Herausforderung für Spezialagentin Thursday Next, die den Bösewicht dingfest machen soll. Also, wir haben hier auf jeden Fall etwas Buchiges. Wir haben hier tatsächlich irgendwie so eine Art Thriller, aber die eben humorvoll sein soll. Und es klingt wirklich sehr unterhaltsam. Und auch die Bewertungen waren sehr, sehr positiv und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Und der Autor ist Waliser, daher das markante doppelte F. Naja, okay, wieder was dazugelernt. Freue ich mich sehr drauf. Und das nächste Buch, ich muss sagen, ich habe mich gefragt, wie können 600 Seiten so dick sein? Eine High-Fantasy-Empfehlung auch von einer Booktuberin oder ich glaube sogar mittlerweile von zwei Leuten, die geschwärmt haben. Und zwar von R.J. Barker, Die Knochenschiffe. Das ist wirklich ein Wälzer. Ist die Gezeitenkind-Trilogie ist der Auftakt. Und es wurde dieses Jahr so viel geschwärmt. Und es erscheint auch ein weiteres Buch von R.J. Barker, ich glaube Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und ich dachte aber, nein, ich möchte dann, wenn, mit dem ersten Buch anfangen.
Und wir haben hier High Fantasy, zwei Nationen im Krieg, ein unermesslicher Schatz. Seit Generationen bauen die Einwohner der 100 Inseln ihre Schiffe aus den Knochen der alten Drachen, um ihren endlosen Krieg zu führen. Die legendären Riesenechsen sind zwar längst verschwunden, doch die Kämpfe um die Vorherrschaft dauern an. Doch nun wurde seit Jahrhunderten zum ersten Mal wieder ein Drache gesichtet und die verfeindeten Nationen sehen ihre Chance gekommen, das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu verändern. Nur wer den Drachen fängt, gewinnt den Krieg und den Ruhm. Und es soll wirklich ausuferndste High Fantasy sein, wie ich es ja auch gerne lese. Wunderbar broschiert. Es geht irgendwie um Drachen. Da bin ich ja auch im Grunde immer dabei. Also wunderschön. Hat hier so den ein oder anderen Fleck. Man sieht, es ist auch definitiv vielleicht ein, zweimal gelesen. Es war aber im Vergleich wirklich sehr günstig. Ich glaube, neu sind wir bei dem Buch bestimmt auch bei 20 Euro. Ich habe jetzt, glaube ich, keine 5 bezahlt. Also von daher alles fein. Freue ich mich sehr drauf. Und das ist so ein Schinken, den ich dann wahrscheinlich so im Winter eingekuschelt lesen werde und mir dann wahrscheinlich die Hand abbrechen wird. Dementsprechend kann man sich das nur auf der Couch anschauen. Und ich habe hier auch gar nichts dagegen, dass hier hinten Buchrillen sind, dass das gebrochen ist. Wie soll man das bei einem Taschenbuch oder bei einer Broschüre anders machen? Da muss man ja auch ganz klar sagen. Aber für mich vollkommen fein. Und dann ist der zweite Teil der Bellbook University bei mir eingezogen von Penny Juniper. Honey and Trouble ist mir als E-Book-Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden und ist dann auch das letzte ungelesene Neuzugängebuch aus diesem Monat. Und hier hat mich der erste Teil total begeistert im Oktober. Das kann ich schon mal soweit spoilern. Ich fand das wahnsinnig humorvoll. Ich habe viel gelacht, viel geschmunzelt. Ich fand die Love Story im ersten Teil richtig cool. Da ging es so ein bisschen um Fake Dating und so ein bisschen, richtig cool gemacht. So ein, zwei kleine Kritikpunkte habe ich. Dennoch fand ich dann den Klappentext von dem zweiten Teil mit Honey and Trouble, beziehungsweise nicht den Klappentext, sondern Honey als Charakter vom ersten Teil einfach so interessant. Das ist die Mitbewohnerin von Ginger, die wir eben kennengelernt haben. Und auch der dritte Teil, der dann, glaube ich, im Januar, Februar erscheint, hat dann die dritte Mitbewohnerin. Und ich dachte, ich möchte einfach weiterlesen. Es war New Adult, ja, wie ich es tatsächlich dann ganz gerne lese, wenn sich die Charaktere nicht zu ernst nehmen, wenn man einfach irgendwie gute Laune verbreitet, wenn man tolle Charaktere hat, wenn man Witz hat, Charme hat, natürlich ein bisschen eine Love Story, die auch ein bisschen kitschig ist, aber nicht drüber, der Spice auch in einer angenehmen Fülle dazugekommen ist und dementsprechend war ich super happy, als mir auch der zweite Teil zur Verfügung gestellt wurde und ich werde im Büchermonat auf jeden Fall noch über den ersten Teil schwärmen und dann wahrscheinlich im nächsten Büchermonat über den zweiten Teil. Und dann kommen wir jetzt zu den Büchern, über die ich nur ganz kurz sprechen werde, weil ich die eben jetzt auch im Oktober gelesen habe und ihr die dann eben in den zwei Büchermonats-Video dann euch auch anschauen könnt. Ja, von Bianca Wege ist eingezogen, Today I'll Talk to Him, allerdings nicht eingezogen, sondern habe ich bei BookBeat entdeckt. Ich fand das Cover cool, ich mochte die Idee, dass wir hier eine junge Streamerin haben, die Let's Play spielt. Sie spielt Sims, was ich total cool finde. Also ich gucke auch, glaube ich, eine YouTuberin, die Sims spielt, wenn ich nicht gerade selbst spiele, was ihr bei mir auch in den Herbst, Winter fällt, nicht so in den Sommer, aber ich mag tatsächlich manches Let's Play Universum da ganz gerne und war da total gespannt. Ich kann aber schon so viel sagen, ich habe es nicht zu Ende gehört. Also es sieht und klingt schöner, als es für mich dann war. Hier hat New Adult leider nicht so für mich funktioniert. Dann habe ich auch auf BookBeat gehört von der Kunst, das Leben leicht zu nehmen von Marie-Louise Ritter. Ein Hörbuch, über das ich auch eher zufällig gestolpert bin. Ich habe schon ein anderes Hörbuch von der Autorin gehört und war hier super neugierig darauf, was sich so ein bisschen für Impulse gibt, um eben achtsam und leichter durchs Leben zu gehen, wie so die Gedankengänge sind, wie man vielleicht auch in gewissen Situationen leichter alles nehmen kann. Und das verpackt hier Marie-Louise Ritter. Sie ist hier auch die Sprecherin gewesen und das habe ich auch im Urlaub gehört. Auch das nächste Hörbuch von Melanie Rabe habe ich im Urlaub gehört und zwar Der längste Schlaf. Ich fand hier die Thematik super spannend, dass wir so ein bisschen in die Schlaftraumforschung gehen, gleichzeitig eine Protagonistin haben, die aber eher schlaflos ist, die ihre eigenen wissenschaftlichen Hilfsmittel und Tipps eben nichts bringen, denn sie hat so ein bisschen vorhersehbare Träume, also Träume, wo dann eben Dinge durchaus auch im wahren Leben so passieren und sie erbt dann im Grunde ein Haus und in diesem Haus
passieren so ein bisschen merkwürdige Dinge und wir haben hier so ein bisschen einen Genre-Mix, den ich aber super gelungen fand und ich hier wirklich auch im Urlaub mit einem Ohrstöpsel spannendst gelauscht habe und ja, ich natürlich über jede, wir gehen jetzt ins Meer, Unterbrechung dankbar war und das sehr genossen habe, aber es ist sehr schön, dieses Buch tatsächlich auch im Urlaub gehört zu haben. Dann habe ich erhalten und auch gelesen A Spark of Time, ein Date mit Mr. Darcy von Kira Licht. Das ist der Abschluss der Dilogie rund oben eben um A Spark of Time, ist der zweite Teil. Es ist eine Zeitreisegeschichte, die relativ nah auch an den ersten Teil anknüpft. Hier begleiten wir im Grunde eine Zeitreisende, die mit ihrem Vater zusammen ein Antiquariat hat, allerdings die Dinge nicht in der Gegenwart findet, sondern im Grunde zurückreist in der Vergangenheit, wo der Gegenstand das letzte Mal gesehen wurde oder dann als vermisst gemeldet wurde und ja, eignet sich dann eben die den Schmuck oder die Bilder oder was auch immer an. Und ihre Reise im ersten Teil führte sie sozusagen auf die Titanic und im zweiten Teil ja, landet sie dann in der Regency, England-Zeit von Jane Austen und da treffen wir auch auf Jane Austen und ihre Familie und wir machen sogar noch eine weitere Reise, viele tausend Jahre zurück. Bin mir nicht sicher, ob Zeitreise tatsächlich dann so funktionieren könnte, aber ich mochte die Idee dieses Zeitreises, ich mochte die Charaktere, ich fand die Logik hinter der Zeitreise tatsächlich ganz gut gemacht und ja, habe den ersten Teil überraschenderweise wirklich sehr geliebt, war wirklich ein Highlight und so habe ich mich sehr über den zweiten Teil als Rezensionsexemplar gefreut und habe ihn dann auch direkt gelesen. Als Hörbuch eingezogen ist der zweite Teil von Andorin. Es ist irgendwie ja, der Monat der zweiten Teile. Und zwar Blütenwispern von Mira Valentin. Wurde von mir auch schon gehört. Ich habe jetzt lange, lange auf den zweiten Teil gewartet. Ich glaube, das Buch selbst ist schon im August oder früher erschienen. Ich habe aber auf das Hörbuch gewartet, von Robert Frank vorgelesen. Ich fand, er hat das schon im ersten Teil mehr als großartig gemacht. Und natürlich musste ich jetzt auch den zweiten Teil hören. Und es wird auch noch einen dritten und vierten Teil geben und auch hier haben wir High Fantasy, wo wir drei ganz unterschiedliche Charaktere begleiten, wo wir eine Welt haben, in der es Propheten gibt, die versuchen, ja, die Sternen, den Sternenvers des Gottes, der Gottheiten zu übersetzen, das aber natürlich in den Übersetzungen immer ein wenig anders klingt, wir dann auch Charaktere im ersten Teil vor Schicksalen bewahrt haben oder dann eben auch sie trotz ihres getroffenen Schicksals einfach anders handeln und sie dann eben, ja, gegen Bestien antreten müssen und wir begleiten, ja, diese Charaktere im zweiten Teil und auch hier wusste ich nichts über den Klappentext, ich wusste nur, der erste Teil war ein absolutes Highlight und ich habe mich sehr gefreut, dann auch den zweiten Teil zu hören. Dann ging es weiter mit, ja, das Kalendermädchen. Wurde auch von mir jetzt erst, ja, im Grunde letzte Woche gekauft, als das Buch erschienen ist, von Sebastian Fitzek. Wurde von mir gelesen. Werdet ihr nächste Woche auch schon den Lesevlog dazu sehen. Ich werde den Vlog vor den Büchermonaten hochladen, weil er halt gefühlt dann auch schon fast fertig ist. Und dementsprechend muss ich da nur ein bisschen noch verschneiden. Ja, es war ein Thriller, der mich angesprochen hat, weil ich die Thematik super interessant fand, des Kalendermädchens, dieser Legende, dieses lebenden Adventskalenders. Zudem spielt er hier bei mir in der Region im Frankenwald. Fand ich einfach super spannend und dachte auch, vielleicht kann man sich den Ort sogar anschauen, aber so viel kann ich spoilern. Den Ort gibt es tatsächlich leider nicht, zumindest nicht, dass ich ihn bei Google Maps jetzt irgendwie gefunden hätte. Ich war einfach mal wieder neugierig auf einen Fitzek, habe jetzt ja schon 4-5 Jahre keinen mehr gelesen, muss aber sagen, dass jetzt auch das Kalendermädchen nicht unbedingt dazu geführt hat, dass ich jetzt denke, oh, ich muss alle anderen jetzt nachholen. Muss ich tatsächlich sagen. Aber mehr dazu im Vlog und dann eben auch ganz kurz im Büchermonat. Und dann, ja, das ist das Hörbuch, was ich sozusagen, ja, heute oder morgen dann noch beende, jetzt im Oktober. Und zwar die Good Habits Methode von Nicole Vignola. Ich vermute mal, man spricht den Namen so aus. Habe ich auch bei BookBeat entdeckt und ich hatte eben noch ein paar Stunden bei BookBeat und dachte, okay,
die musst du noch irgendwie füllen. Eigentlich wollte ich ja Mr. Parassus den zweiten Teil hören, dachte aber nein, dann verfällt ja dein BookBeat-Guthaben. Und das ist tatsächlich so ein Kritikpunkt an BookBeat, den ich habe, dass ich meine nicht gehörten Stunden nicht einfach irgendwie mitnehmen kann. Also mein Guthaben bei Audible verfällt ja im Grunde auch nicht. Ich fände es schön, wenn man eben noch eine gewisse Anzahl von Stunden hat, dass man die einfach mitnehmen könnte. Jetzt kann man natürlich sagen, am Ende hat jemand irgendwie 100 Stunden. Das ist natürlich nicht Sinn dahinter, aber ich finde es halt echt schade, wenn man manchmal noch so 2-3 Stunden hat. Das füllt natürlich kein Hörbuch aus. Ich habe das dann auch oft schon so gemacht, dass ich in dem einen Monat noch mit dem Hörbuch angefangen habe und es dann im nächsten Hörmonat weitergemacht habe. Aber ja, was soll ich sagen? Ja, die Good Habits Methode, man hört schon so ein bisschen am Titel, es geht also um gute Gewohnheiten und um eine Methode, die zum ja auch so ein bisschen wissenschaftlich belegt ist, wie man positive, gute Dinge in sein Leben einbaut, wie man Routinen verbessert, wie man gute Gewohnheiten auch hineinbringt. Hat mich vom Klappentext ein bisschen an die 1% Methode von James Clear erinnert. Und ich muss sagen, es geht schon natürlich in eine ähnliche Richtung. Allerdings ist es von Nicole Vignola, glaube schon so eine Spur wissenschaftlicher, würde ich fast sagen. Und sie hat auch in manchen Teilen sehr spannende Impulse und Ansätze. Und ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, aber dazu dann natürlich mehr auch im Büchermonat. Also ich kann sagen, das finde ich tatsächlich gerade sehr spannend zu hören, was überhaupt auch so im Gehirn passiert mit Gewohnheiten, mit Dingen, die man tut, was da so ein bisschen passiert. Also das finde ich tatsächlich gerade sehr spannend und interessant. Ja, das waren sie jetzt, die 15 neuen Bücher, die auch auf dem Sub gelandet sind. Und dann habe ich mir bei Rebuy ja nicht nur die 3 ganz neuen Bücher bestellt, sondern auch 2 Bücher, die eben schon gelesen waren. Und ich war super happy, dass ich sie jetzt endlich in haptischer Form für mein Highlight-Regal, ich muss hier den Spiegel-Bestseller-Sticker abziehen. Solltet ihr euch wundern, was ich gerade nach unten schaue? Ich hasse das, ich hasse Aufkleber. Ich weiß, für die Autoren ist das immer was ganz Besonderes, aber ich bin kein Freund von Spiegel-Bestsellern Aufkleber. Aber gut, was soll ich sagen? Ein Highlight im September war das neue Buch von Harpe Kerkeling. Gebt mir etwas Zeit, und das ist jetzt auch schon in haptischer Form bei mir eingezogen. Kostet, glaube ich, neu, ja, 24 Euro. Ich habe es ja gehört, von ihm selbst vorgelesen, und ich habe, glaube ich, 16 oder 17 Euro bezahlt. Also fand ich absolut fein und dachte, ich muss es ja nicht ganz neu druckfrisch haben, sondern es darf gerne schon jemand vorher gelesen haben. Wir haben hier auch einige Bilder von Harpe Kerkeling mit enthalten. Finde ich richtig schön, und er erzählt hier ja so ein bisschen die Geschichte seiner Oma, führt die so ein bisschen zurück über eine Ahnentafel und ist ja dann auch in die Ahnenforschung gegangen. Übrigens eine richtig coole Farbe für ein Buch. Ist da ja auch zurückgegangen und erzählt dann eben auch eine Geschichte von sich aus den 80er, 90er Jahren, von einer seiner ersten großen Lieben und auch so ein bisschen diese HIV-Pandemie, wenn wir das so nennen können. Und es hat mich wahnsinnig berührt, emotional mitgenommen. Ich wurde wunderbarst unterhalten, und ich kann auch sehr den Podcast, das YouTube-Interview-Gespräch von Hotel Matze empfehlen. Das habt ihr jetzt im Hörgenuss ja auch gesehen. Also wirklich sowohl das Hörbuch als Interviews. Ich bin ein großer Harpe-Fan, ich kann das alles sehr, sehr empfehlen. Würde wahrscheinlich immer eher zum Hörbuch greifen, weil er das selbst liest, aber es darf jetzt hier nach hinten ins, ich glaube, hier steht Harpe Kerkeling, darf hier ins Regal, und ich freue mich da vielleicht meine Markierungen, die ich im Hörbuch so mir aufgeschrieben habe, dann auch hier nachzutragen, und vielleicht lese ich das auch einfach schneller nochmal so durch als so manch anderen Reread. Und dann ein Highlight, ich glaube, aus dem letzten Jahr. Da müsste ich tatsächlich nachschauen, ob das letztes Jahr erschienen ist oder sogar schon 2022. Ja, bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr gehört. Und zwar 4000 Wochen von Oliver Burgman. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Und ich glaube, Anfang nächsten Jahres kommt auch schon ein neues Buch von Oliver Burgman. Ich glaube, von ihm habe ich auch noch was anderes gelesen, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin gerade... Ja, hier hinten zum Beispiel wird Think Again, die Kraft des flexiblen Denkens, empfohlen. Das steht hier auch schon zum Lesen. Oder war das sein erstes Buch, und ich habe dann sein zweites Buch gelesen? Ach, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich finde es immer ärgerlich, wenn hier nicht drin steht, was es vom Autor noch gegeben hat. Aber nein, kommen wir zu 4000 Wochen. für mich hat sich hier einiges sehr intensiv eingeprägt, denn wir haben, wenn wir 80 Jahre alt werden, eben nur 4000 Wochen. Und das ist was, was mich so ein bisschen betroffen gemacht hat. Weil klar, 80 Jahre klingt schon relativ lang.
Klingt relativ ausfüllend, klingt nach wahnsinnig viel Zeit. Wenn man bedenkt, dass dann bei mir die Hälfte im Grunde schon um ist, finde ich das fast noch ein bisschen erschreckender. Wobei ich meine erste Lebenshälfte sehr gut mit Leben auch gefüllt habe. Wenn man das aber runterbricht auf 40 Wochen, 4000 Wochen, oh mein Gott, 40 Wochen, nein, 4000 Wochen, klingt das schon gar nicht mehr so viel. Wenn wir oftmals denken, wie schnell uns eine Woche vorkommt, die vergangen ist. Und ich persönlich habe dieses Gefühl sehr selten, dass ich sage, oh, der Tag verging aber schnell, die Woche, der Monat. Das habe ich sehr selten und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass dieses Buch tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr auch seinen Anteil daran hatte, so mehr im Hier und Jetzt zu sein und eben nicht das Gefühl zu haben, dass die Zeit rennt. Und wenn eben Menschen oft sagen am Freitag, oh, es war doch gerade erst Montag, wo ist diese Woche hin, denke ich mir so, du hast nur 4000. Überleg dir, was du mit deiner Zeit machst, um sie lebenswert und lebevoll zu machen. Und hier heißt es eben auch, das wichtigste Buch, das je über Zeitmanagement geschrieben wurde, denn im Grunde sagt er eigentlich, dass alles, was uns Zeit ersparen soll, totaler Humbug ist, denn wir wollen ja eigentlich unsere Zeit mit Leben füllen und nicht Zeit, also dazu nutzen, es noch mehr reinzupacken und voller zu machen. Und ich glaube, wir sind eine Gesellschaft geworden, die sehr schnell lebt. Also es gibt ja auch so einen schönen Spruch, ich möchte keinen Kaffee-to-go-Becher, ich möchte Zeit haben, um den Kaffee einfach vor Ort zu trinken. Und ich glaube, wenn man sich mal in diesen Strudel dieses schnellen Zeitlebens hineinlässt, kommt man nicht mehr raus. Und ich mag diese ganze Slow-Living, also dieses langsame Leben-Bewegung sehr gerne und muss sagen, dass mir das so in den letzten 3-4 Jahren sehr gelungen ist, im Hier und Jetzt zu sein und den Moment zu genießen und den Tag wertzuschätzen. Und da könnte man wahrscheinlich extra Videos damit füllen. Aber ich kann 4000 Wochen, um jetzt den Kreis zu schließen, sehr, sehr empfehlen, wenn man sich damit mal beschäftigen möchte. Es gab wunderbarste Überschriften und also es ging die Entscheidung, sich zu entscheiden, jenseits unserer Kontrolle, die Einsamkeit des digitalen Nomaden, der Endlichkeit begegnen und gekonnt Dinge aufzuschieben. Also das ist wirklich ein Buch, wo ich glaube ich im nächsten Jahr einfach nochmal reinlesen werde. Ja, mir hat das Hörbuch wahnsinnig gut gefallen und ich freue mich jetzt, es als echtes Buch zu haben und auch Markierungen vorzunehmen. Ja, das waren es jetzt im Grunde die 17 Bücher bzw. 15 eben echten Neuzugänge aus dem Oktober. Also tatsächlich super spannende Bücher. Ich bin auch super happy, dass gefühlt ja fast die Hälfte auch schon oder mehr als die Hälfte gelesen ist. Ja, finde ich richtig cool. Man sieht, der Urlaub war durchaus sehr erfolgreich mit Hören. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was mir bei BookBeat eigentlich gut gefällt, dass man nicht lange Hörbücher auf dem Sub hat, sondern eigentlich sich umschaut, etwas hört oder was auf die Merkliste packt. Und dann, ich glaube, das wäre was, wo ich vielleicht mal nicht nächstes Jahr, aber auch hinkommen möchte, dass man eher eine große Wunschliste vielleicht hat und nicht einen großen Sub. Sagte sie mit, ich gehe jetzt auf die dreistelligen Zahl zu, was mich nicht stört. Na, also wie gesagt, ich habe mit meinem Sub überhaupt keine Probleme. Aber ich glaube, so dieser Gedanke, ich habe eher eine größere Merkliste, anstelle die Bücher immer gleich zu besorgen. Ich glaube, dass das vielleicht mal so ein Vorsatz, wie gesagt, nicht fürs nächste Jahr, so schnell schaffe ich den Sub abzubauen nicht, aber vielleicht einfach mal anfängt und sagt, ich packe eher mal was auf eine Merkliste, als tatsächlich immer gleich auf den Sub. Vielleicht der Vorsatz ansatzweise, zumindest fürs nächste Jahr, weil am Ende, weiß ich nicht. Also das macht mir tatsächlich bei BookBeat eigentlich relativ großen Spaß, dass nichts auf dem Sub landet, sondern man es weghört. Und ich persönlich zum Beispiel das eine Hörbuch dann ja auch abgebrochen habe, weil ich sage, mir waren meine Stunden eigentlich zu schade, um sie für ein Buch zu nutzen, das vielleicht okay gewesen wäre. Wo ich bei wenn ich das Buch halt echt schon haptisch oder auch als echtes E-Book da habe, wo ich sage, naja, gebe dem Buch vielleicht dann doch nochmal einen Moment länger eine Chance. Ich hier aber gesagt habe, nee, das geht ja von meinen Stunden, die ich bezahlt habe, weg und ich kann es ja auch nicht zurückgeben, wie bei Audible. Da bekomme ich auch die Stunden nicht zurück. Bei BookBeat, wenn ich sage, ah, die 2 Stunden, das war jetzt nichts. Also was ja, na, das ist keine Kritik am BookBeat, aber lange Rede, kurzer. Ich bin
bin sehr gespannt, welche Bücher bei euch im September, nein, im Oktober eingezogen sind, auf welche Bücher ihr euch vielleicht besonders gefreut habt, dass ihr es dann in Händen halten konntet, ob ihr auch jemand seid, der vielleicht Highlight-Bücher, die ihr nicht in echter Form gelesen hat, dann eben nachkauft, so wie ich das ja des Öfteren auch tue. Lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox, schaut da super gerne mal vorbei. Und ich, wenn ihr den Vlog nicht verpassen wollt und die Büchermonate, dann natürlich auch super gerne abonnieren und Daumen hoch wäre natürlich auch cool. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.